Recht herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einem Preview. Und das ist mal was ganz Neues. Ich versuche jetzt hier mal was ganz Aufregendes und das vor dem deutschen Pokal. Ja, ich habe euch gefragt, wie wollt ihr die Aufstellung? Und einer, der war am schnellsten, würde ich jetzt einfach mal so sagen, Bernd das Bro oder Bricker Bro, wie er auch genannt wird, der hat eine Aufstellung gebracht und die möchte ich euch jetzt gern zeigen. Und da weiß ich nicht, ist er vielleicht der neue, unbekannte Messi, Julian Green? Ich weiß es nicht. Also, ich bin da wirklich mal überrascht und allein die Aufstellung ist gefährlich ohnegleichen. Es geht um den DFB-Pokal. Wir sind im Halbfinale. Wir müssen gegen Wolfsburg ran und da will er Green in der Startposition. Nicht nur, dass wir hier eine 4-2-3-1-Position haben. Nein, es ist einfach das Ding. Und Kraft okay, Dietmeier auch okay. Und dann kommt gleich Saar, der kleine Junge von Borussia Dortmund, den wir uns geholt haben. Den will er gleich in der Verteidigung wieder. Okay, unsere Ausleihe hier aus Schalke. Ayan mit 70 kann ich noch gut nachvollziehen, aber da gibt es auch schon bessere. So, Jansen soll auf jeden Fall auf dem linken Verteidigung, auf den linken Posten dort alles sicher halten. Und innen soll Berami wieder mal mit 80 und Özin Tali mit 67 das Ding für Ruhe und Sonne. Und jetzt kommt der Neuzugang auf dem linken Mittelfeld, Lazaro, und rechts soll Stieber. Ja, genau, Stieber, nicht Müller, nicht Beister, niemand anders als Stieber soll da die Position halten. Und in der Mitte, ZN, ZOM, ja, da soll ja Højbjerg, der Mann auch von Bayern München, der soll das dort regeln. Und dann als Stürmer soll Julian Green, der von ihm wohl meist und der schätzte Spieler hier wohl in FIFA 15, er soll wohl dribbeln wie à la Messi. Das ist die Aufstellung von Bernd das Brot oder wie man ihn auch nennt. Also ich bin wirklich gespannt, ich habe gerade mal einfach mal eine Offside-Story einfach mal aufgenommen und das jetzt hier ist meine Bankzustellung und Leute, ich bin wirklich gespannt, wie das Spiel gegen, gegen Wolfsburg ausgeht. Also seid mit dabei im DFB-Pokal gegen Wolfsburg und ganz ehrlich, wir stehen im Viertelfinale und da kann so einiges passieren. Und wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, dann schaltet ein im DFB-Pokal Viertelfinale gegen Wolfsburg. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend oder Tag, wann immer ihr das Video guckt. Bis dahin, liebe Zuckerfreunde, und haut rein.